So, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos. Wir spielen Don't Stuff mal wieder weiter und wir waren bei Tag 5 und dann schauen wir auch gleich mal wieder rein. Wir sind gerade dabei, unser Lager aufzubauen und uns mal wieder so ein bisschen, ja, einfach was aufzubauen an sich halt. Und ja, da machen wir jetzt hoffentlich weiter. Ich wollte eigentlich warten, bis die noch einmal Früchte getragen haben. Und die hier kann ich aber schon mal mitnehmen. Weil die pflanze ich dann oben bei mir im Lager ein, sodass ich einfach die dann immer bereit stehen habe und ich ganz einfach und schnell ernten kann. Und ja, das ist eigentlich Sinn und Zweck dieser Sache. Ein bisschen Gras nehme ich noch mit. Weil da habe ich eh immer wieder recht wenig, weil ich ja eben komm, essen wir jetzt gleich, auch wenn es nicht gekocht ist. Weil man sagen muss, immer lieber kochen. Die kann ich jetzt nicht mitnehmen, ne? Nee. Ich habe wieder zu viel mit mir rumgetragen. So. War jetzt das Lager? Das ist, sobald man einen Tag nicht mehr gespielt hat, ist man echt überlegen, finde ich. Aber hier war's. Nehmen wir mal die Spinnnetze nieder. Das hier. Ach, ein Holz müssten wir auch noch holen. Aber gut. Können wir dann auch noch machen. Und von den Büffeln uns noch ein bisschen Kot holen. Die waren ja hier oben. So. Schaut auch schon mal wieder ganz gut aus. Den nehmen wir dann aber gleich mit, weil der ist mir zu weit. So. Warum laufe ich denn immer auch an dem Ding da vorbei? Natürlich das Feuer aus. Aber gut. Also ich mache mir gern immer so mehrere Stellen mit den Beeren, falls es mal brennt oder sonst irgendwas passiert ist, dass ich nicht meine komplette Nahrungsquellen zerstört habe. Das ist nämlich sonst ein bisschen doof. Und eine Fackel möchte ich mir dann noch machen. Ich habe so viel vor, Leute. Das ist so der Wahnsinn. Weil ich mir nämlich einen Kochtopf machen möchte. Ah, das mache ich wahrscheinlich am nächsten Tag. Jetzt ist eh nicht mehr so viel Zeit. Ich versuche halt dann immer alles so schnell vorzubereiten, dass ich dann für den Winter, also ich habe jetzt eingestellt gehabt, dass der Sommer länger ist als der Winter, dass ich halt dann alles habe, was ich brauche, also nicht verhungere und nicht erfriere und genug Holz habe und Vorräte, ist mir halt dann immer recht wichtig. Ich bin immer zu schnell, der hat noch gar nicht die Sachen abgeerntet
Und dann soll er schon von mir aus was anderes machen. So. Jetzt nehmen wir uns da wieder die Sachen mit. Ja, jetzt wird er wieder schwach, weil er wieder hungrig ist. Kann ich auch verstehen. Wenn ich nichts gegessen habe, ne? Ach, dann wirst du zu Diva. Schmarri. Nehmen wir den noch mit und dann müssen wir auch wieder heim, weil sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig. Das wäre sehr uncool. Wobei, dann könnten wir uns auch gleich eine Fackel machen. Aber nee, machen wir jetzt nicht. Wir gehen nach Hause. Das sind auch noch Bären, ich hab's schon gesehen. Okay, den Weg folgen und dann nach oben. Ja, das muss ich mir halt noch ein bisschen einprägen. Kommt aber noch. Habe ich noch Holz? Oh mein Gott, ich habe gar kein Holz mehr. Dann muss ich jetzt was anderes opfern. Ja, und bei dem Mais, also man sollte den eigentlich nicht braten oder kochen, weil der gibt dann weniger. Oder füllt weniger Hunger auf. So muss ich es richtig sagen. Ja. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen hier richtig satt sein. Also ich merke schon, dass der halt schon einen Appetit hat, ne? Der Kerle. Gold tue ich da noch dazu. Und die können hier aber eigentlich auch stacken. Ach, ein Rucksack. Stimmt, das war das, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Ei. Voll vergessen. Weil ich so in meinem Element bin. Und dann vergesse ich das. Also ich finde es eigentlich auch schön, weil mir jetzt gerade der Zeiger halt auffällt, der Mauszeiger, dass man sieht, was man anklickt, wie man das macht. Also es gibt Spiele, dann nervt es wirklich, weil du die Story eigentlich eher ja, anschauen, anhören willst oder spielen möchtest. Aber ich finde jetzt hier, es ist belanglos einfach. Also außer ihr sagt jetzt, stört, dann würde ich es natürlich auch ändern, aber ich glaube das jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es so ist. So. Also für gewöhnlich mache ich immer so 3 Reihen circa. Und die haben eigentlich auch dann immer gereicht. Ja, das ist ein bisschen versetzt, ne? Habe ich auch schon gesehen. Aber egal. Muss ja nicht perfekt sein. Nicht immer alles ist im Leben perfekt. Ich
finde es so süß, wenn er dann wieder stark wird und wie er sich freut. Freue ich mich mit. Ach, da war das Nest. Ja, das glaube ich mir eh irgendwann. Spätestens. Ja. Jetzt hat, weil der Büffel dahin geht. Ich dachte es mir, wenn die nämlich paarungsbereit sind, haben die mir so einen roten Bobbers. Und dann töten die auch. Aber jetzt hat der Vogel, also diese Straußenverschnitt, die angegriffen, kannst du es auch angucken. Den gehen normalerweise alle auf sie los. Sie hat ein Büffel getötet. Und wir haben Fleisch. Nein, wir freuen uns jetzt natürlich mal nicht. Es ist traurig. Nein, es ist nicht traurig. Das ist saugeil jetzt. Das eine nehmen wir auch gleich mit. Und nach einer Zeit, also ich glaube, immer wenn der Winter rum ist, vermute ich zumindest, kommen neue Vögel gespawnt mit ihren Eiern. Ich habe aber allerdings noch nie gesehen, wie die Kleinen bei denen schlüpfen und groß werden. Also das hatte ich jetzt noch nicht. Aber gut. Jetzt bin ich ja so nah dran, vielleicht sehe ich das mal, wenn es das überhaupt gibt. Ich weiß nicht, ob die dann einfach so plopp groß sind oder wie das bei denen dann abläuft. Ich glaube, ich mache jetzt doch mal eine Fackel und zünde ein paar Bäume an. Vorher tue ich natürlich alles weg, damit es nicht auch das Brennen anfängt. Da muss man nämlich ein bisschen noch verachten. Sonst steht alles in Flammen. Und gleich weggehen, weil sonst verbrennt. Also kriegt man Verbrennungen, also Schaden. Der hat es auch schon aufgehört zu brennen. Sehe ich dann immer, wenn die Helligkeit während des Spiels dann auf einmal weg ist, natürlich. Ich hoffe, der steckt den mit an, um ehrlich zu sein. Yeah. Ich weiß nicht, ob das Bison, also das Bison, der Büffel dann auch noch das Brennen anfängt. Nee, ich glaube nicht. Ganz toll sind dann auch immer diese Aschehaufen, da muss man sich aber ein bisschen beeilen, weil die vom Wind dann nämlich weggetragen werden, also die Asche verfliegt quasi. Und die ist super, um sich wieder zu heilen. Oh, das war kein Verbrannter, ich dachte mir gerade, hey, wo ist jetzt meine Kohle? So. Bei Together, also Don't Stuff Together, ist es ganz cool, wenn man aus einem Baum einfach mehrere Kohlestücke bekommt. Nicht wie halt jetzt hier, was auch recht unrealistisch ist, wenn man sich vorstellt, man hat einen kompletten Riesenbaum, zündet ihn an und man kriegt ein kleines Stück Holzkohle. Ja, ich meine, gut, es gibt auch nicht solche Riesenspinnen, also realitätsgetreu ist es jetzt nicht wirklich, aber trotzdem kann man das einmal vergleichen. Finde ich. So. Das schaut aus wie so ein Eingang. Weil die auch so auf derselben Ebene sind. Ätzert wollte ich gucken, ob ich Seile machen kann. Weil dann kann ich das Fleisch machen. Ja, dann kann ich das trocknen. Jetzt esse ich noch schnell was, bevor ich dann umfliege und bin tot. Das will ich nämlich nicht. Ausnahmsweise. Yeah.
Okay, Seile. Ich glaube, das Ding braucht drei. Was auch einfach voll übertrieben ist. Weil am Ende sind es halt einfach nur zwei Seile. Ein Seil, was man auch sieht. Eine Kiste wollte ich mir machen. Ja, und wenn man jetzt dieses Ei hier hinsetzt, ans Lagerfeuer, dann dauert es kurz und dann fängt es das Wackeln an. Und es kann man quasi ausbrüten. Wichtig ist aber, dass es, wenn der Tag kommt, verbrennen könnte. Und wenn es Nacht ist, dass es friert. Und wenn man darauf nicht achtet, dann kann es nämlich ganz schnell kaputt gehen. Und das. Daraus schlüpft dann natürlich nichts mehr. Ist ja aber eigentlich klar. Sollte klar sein. Ja, man muss auch aufpassen, dass man ins Lagerfeuer legt, weil wenn man es zu hoch macht, das Feuer, oder zu viel Feuer an sich halt hat, dann kann es auch ganz schnell passieren, oha, wie viele, dass die Sachen, die um das Feuer sind, das Brennen anfangen. Und das ist natürlich auch nicht gerade das Tollste. Aber wenn es so niedrig ist, dann passiert da normalerweise nichts. So, die ernten wir auch nochmal gleich ab. Ich wünschte, ich hätte jetzt schon einen Kühlschrank. Ich weiß euch, ich finde es so toll, einen Kühlschrank zu haben. Einen Speer könnte ich mir auch machen, so langsam. Dann könnte ich mich zur Not besser verteidigen als mit meinem Werkzeug, weil es halt einfach nicht so viel Schaden macht. Meins, haha. Den nehmen wir auch nochmal mit. Und ich bin jemand, also diese Grasmauern, also ganz ehrlich, die habe ich noch nie wirklich gemacht, weil ich die immer scheiße finde. Ich mache nur Stein. Weil ich einfach finde, das taugt natürlich für mehr und ich finde, es schaut auch besser aus. Okay, Holz kann auch noch gut aussehen, aber mache ich nicht. So. Jetzt nur die Frage, wo wir das dann hinstellen immer. Ich glaube, das Trocknen können wir ja hier oben. Oder hier dann? Ne, machen wir hier oben. So die Stellen einfach. Und dann tun wir das noch dazu. Ich muss mal ganz kurz. So, jetzt bin ich wieder da. Ich musste ganz kurz Pause machen. Jetzt kann es aber auch schon. Auch schon wieder weitergehen. Ich habe nämlich was gegessen und habe mir noch eine andere Folge auf YouTube angeschaut. Nebenbei. Und jetzt holen wir erstmal wieder Holz und noch ein paar Dinge wollte ich machen, Seile, um noch mal so ein so ein Ding zu machen zum Trocknen. Und dann werden wir ganz viele Bäume verbrennen lassen. Natürlich sollte man das nicht in echt machen, sondern halt nur in dem Spiel. Oh, ich habe Hunger. Also jetzt nicht in echt, sondern in dem Spiel. Sollte vielleicht noch ein Beet machen, aber jetzt aber wieder na, Dinger, Gras. Dann kann ich doch noch ein paar Beete machen. So.
holen wir uns da nochmal das Holz. Und dann können wir auch gleich nochmal ein paar Bäume suchen, die wir verbrennen können. Oder wir würden welche pflanzen, aber das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange. Wobei die hier könnte ich, glaube ich, ganz gut machen. Also ganz gut verbrennen. So, die beiden auf jeden Fall. So, ja, und da habe ich schon Schaden genommen. Oh, jetzt brennt eine Karotte mit. Oh, und ein Schmetterling. Naja. Einen müssen wir dann dennoch noch einmal machen. Oh, nicht nur ein. Ein paar. Okay. Und ich muss was essen. Okay. Essen wir mal einen Schmetterling. Oh Gott, wie grausam muss das sein, Schmetterling essen zu müssen. Ist auch schon ganz schön mies. Mal kurz Feuer. Natürlich wäre es so ein Kochtopf ergiebiger, aber gut. Jetzt machen wir es so. Ich suche mir eigentlich nur welche, die ich verbrennen kann. Die beiden. Oh. Irgendwie bin ich immer zu langsam im Weglaufen, aber kann ja nicht schneller. Gott, ich habe gar nicht auf den Tag bzw. auf die Skala geguckt. Es wird ja gleich Nacht. Wo habe ich jetzt? Da ist meine Fackel. Ah, das brennt noch. Sehr gut. Nein, 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 nein. Oh. Glück. Nein, das war Können, es war kein Glück. Aber es war knapp. Minimal. Es ist so ein großes Stück Fleisch, was wir jetzt hier hängen haben. Dauert circa 3 Tage. Also es dauert 3 Tage. Kleineres Fleisch 1 bis 2, glaube ich. Aber gut. Ach, ich wollte noch einen Speer machen. Falls mal was ist, dass ich mich zumindest ein bisschen wehren kann. Hey, wo ist er denn jetzt? Ach, den habe ich schon in der Hand. Ja, kann ja bleiben. Und eine Kiste wollte ich machen. Ja, komm, die bauen jetzt da unten immer auf. Dann können ein paar Gegenstände, die ich jetzt so nicht brauche, nämlich immer rein. Und dann kommt nichts weg, ist es sicher. Kann nicht verbrennen. So. Perfekt.
Jetzt holen wir uns noch kurz die Kohle von den Bäumen, die wir verbrannt haben extra. Jetzt die drei noch und dann haben wir auf jeden Fall genug, um endlich einen Kochkessel oder Kochtopf zu machen, wie man es jetzt auch so nennen möchte, bezeichnen will. So. Also mir gefällt die Stelle eigentlich schon, weil ich habe immer irgendwie Gras zur Verfügung. Und es sind auch viele Bärenbüsche hier gewesen. Und natürlich habe ich Kaka. Jetzt ist natürlich meine Schaufel kaputt. Ah nee, guck mal, das ist ein Spinnennest. Klar, genau beim Spawn. Da werde ich dann ein paar Fallen machen. Und die dann dahin setzen. Ja, ich finde es dann einfach einfacher. Einfach einfacher. Beste Begründung, aber es ist einfach einfacher. Das machen wir dann am 9. Tag. Habe ich jetzt einfach so beschlossen. Ja, klappt ganz gut mit der geistigen Gesundheit. Hätte ich gar nicht so gedacht. Schlecht wird es halt dann wieder mit den Bisons, wenn die paarungsbereit sind. Ne? Aber dafür habe ich halt den Code von denen. Jetzt war ich schon wieder zu schnell. Und das ist halt auch wieder wichtig. Aber egal. Yeah, ich hab mal was. Na toll. Cool wäre jetzt ein Hut oder eine Jacke oder so, aber taugt schon. Sowas finde ich auch immer cool, wenn man da nicht rüberkommt. Aber es schaut halt einfach klasse aus. So. Und jetzt muss ich noch gucken, ob ich dann irgendwo so ein Gebiet finde, wo ich so Metallteile, also so. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt überhaupt sehen kann in der Liste. Das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Ich glaube Schrott oder so ist es. Um halt einen Kühlschrank zu machen. Okay, ich komme auf jeden Fall mit einer reichen Ausbeute heim. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Bärenbüsche. Und dann gehe ich jetzt auch wieder heim, pflanze die an und dann werde ich so langsam anfangen, Mauern zu ziehen. Und den Kochtopf machen wir. Und Fallen wollte man noch machen wegen den Spinnen. Wollte ich auch noch. Ach, ein Trick, was ich jetzt auch noch herausgefunden habe, oder was ich halt gern anwende, damit diese blöden Truthähne nicht tagsüber kommen und mir die Bären abzupfen. Also wenn ich halt keine Lust habe, die gerade dann zu töten oder ich es nicht nötig habe, da genau, dann kommen die zwar raus, aber gehen gleich in die nächste Hecke rein. Das heißt, die fressen währenddessen keine Bären.
Und wer das halt natürlich nicht haben möchte oder gerade nicht gebrauchen könnte, ist natürlich sehr sinnvoll. Und ja, das ist so ein kleiner Trick, um das halt eben zu vermeiden, damit sowas nicht passiert. So, und unseren Kochtopf, den machen wir jetzt nicht so weit weg, wenn wir den da so mit her machen. Hier, drei Stück dann. Dann passt das eigentlich ganz gut. Yeah, unsere erste Mahlzeit. Unsere erste gekochte Mahlzeit, so muss man es eigentlich genau sagen. Das ist aber doof. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, da muss ich den dann wegtun. Okay, das hat einfach mal so gut wie gar nichts gebracht, habe ich das Gefühl. Oh, es wird Nacht. Wo habe ich mein Holz? Wo habe ich mein Holz? Hier ist mein Holz. So, gleich nochmal was essen. Und kann ich jetzt noch. Da brauche ich natürlich jetzt so das Seile. Also die Seile, ne, die sind so wichtig. Oder an sich halt das Gras. Okay, ich wollte Mauern machen und ich wollte Fallen machen. Fallen brauche ich natürlich wieder Gras. Oh, und die stecken hier. Das ist jetzt aber doof. Okay, aber ich kann ein paar Mauern zumindest machen. Oder anfangen, welche herzustellen. Sowas mache ich halt immer gerne, wenn es dunkel ist, weil ich habe ja noch kein Zelt, das heißt, ich kann noch nicht schlafen. Und dann geht es eigentlich ganz gut. Die Zeit zumindest so zu kriegen. Man sieht schon, es geht natürlich recht schnell. Ich will aber nicht gleich alles komplett fertig machen, weil sonst ist am Ende wahrscheinlich nicht genug übrig, wenn ich was anderes bauen will. Also von den Steinen hier, von Rocks. Was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich wollte doch das Beet dahin tun. Fangen wir erstmal so an. Genau, jetzt passt es nämlich. Und dann kann man Samen reinsetzen. So. Und jetzt wollte ich noch eine Mauer machen. Oder eine Wand. Ja, Mauer. Eine Wall. Das sind doch einige. Hat doch ganz gut geklappt. Und die setze ich jetzt nicht drumrum. Das brauche ich ja eigentlich nicht wirklich. Ich setze jetzt mal hier ran. Also man kann die auch wieder wegmachen zur Not. Ich hasse sowas, ne? Wenn er dann nur dagegen läuft. Aber dafür braucht man dann einen Hammer. Man verliert halt ein paar Ressourcen. Und damit wir gut bauen können, drehe ich dann ab und zu und dann geht das schon. Naja, eins können wir noch raus. Also ich umzäune normalerweise eigentlich alles und dann mache ich halt so ein großes Ding draus. Die Falle könnte ich eigentlich auch mal richtig hinsetzen, ne?
Da laufen dann halt die Hasen rein. Ja, und ein Stück Fleisch ist jetzt schon getrocknet. Können wir das nächste gleich hinsetzen. Optimal. So. Die ernten wir auch noch gleich ab. Und die auch. Ich glaube, dahinter. Nee, da kann ich jetzt leider nichts mehr machen. Das ist jetzt blöd. Aber gut. Weil das Problem ist nämlich am Rand, man denkt, ja, kommt dann keiner durch, ne? Das hat's mit X, das war wohl nichts, da kommen trotzdem noch irgendwelche Viecher oder was weiß ich halt durch. Das ist nämlich dann das Blöde. So. Und dann drehen wir noch einmal. Und die kann man natürlich dann auch noch mal höher setzen und auch reparieren. Also wenn man angegriffen wird und man hat hier so eine geschützte Wand, dann versucht halt das Monster oder was es halt auch ist, das kaputt zu machen. Aber du kannst halt in der Zeit dich ausrüsten oder fliehen oder was weiß ich halt machen. Und ich finde die eigentlich ganz cool. Ja, und du kannst die halt wieder aufbauen. So, dann möchte ich die nochmal hinsetzen. Ungefähr auf dieselbe Höhe. Dann habe ich einen richtigen Vorrat, weil ich finde die Bären einfach immer noch mit am besten. Ich weiß nicht wieso. Die geben einfach, finde ich, total viel Heilung. Klar, man kann richtige Rezepte machen, wenn man die Zutaten dazu hat. Und die bringen dann natürlich auch schon recht viel, aber irgendwie haben die mir das angetan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann eins noch und dann wird zugemacht. Also eigentlich bin ich schon der Mensch, der das wirklich gleich mag und ich pack das nicht, wenn irgendwie was aus der Rolle tanzt. Also es ist jetzt nicht so meins, wie hier die Beete. Das finde ich, naja, es ist okay, aber nicht so schön. Da bin ich etwas kleinlich. So, dann holen wir nochmal das Gemüse. Und wenn die Nacht vorbei ist, dann müssen wir auch schon wieder aufhören. Und wir haben einen Hasen gefangen. Ganz toll finde ich natürlich, dass die hier nicht schlecht werden können. Bei, Together leider schon. Das heißt, mit Horten, wie meine Technik natürlich ist, wird es nicht unbedingt was. Es wird gleich Nacht, bleiben wir doch gleich schon oben. So. Und da könnte ich. Naja, das Fleisch dabei reintun. Das hält jetzt natürlich viel länger. Und. Ja. Mögliches vorbereiten können wir nicht. Wir müssen wieder Holz holen. Ein bisschen sortieren können wir. Ich mag das nämlich nicht, wenn das wieder so ein Kuddelmuddel ist. Sollten wir auch erst wieder verwenden.
so. Theoretisch müsste das Fleisch dann am Tag 10 fertig werden. Oh, wir haben Vollmond. Was ganz gut ist, wir sind jetzt nicht wirklich in der Nähe von Schweinemenschen. Weil wenn die Monsterfleisch gegessen haben und dann ist Vollmond, ja, lasst euch überraschen, was dann passieren wird. Das ist nämlich echt uncool. Und am Anfang habe ich das nämlich nicht gewusst. Und ich finde, das Spiel ist echt klasse, um seine eigenen Erfahrungen damit zu machen, weil du echt jedes Mal, wenn du das spielst, was Neues entdeckst. Und ja, es ist schon nicht schlecht. Aber bis hierhin machen wir jetzt Stopp. Und ja, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und ja, bis dann. Grüß, euer Schlaflos. Tschüss.